Wir sind Unterstützer der iranischen Opposition, dem Nationalen Widerstandsrat Irans. Wir sind der Meinung, dass das iranische Regime keine friedlichen Absichten hat mit der Atomenergie. Es wird schon seit Jahren verhandelt ohne klarem Ergebnis. Und das iranische Regime hat weiter Uran angereichert, hat sehr viele Anlagen nicht deklariert. Es war nie transparent gegenüber der Weltgemeinschaft. Bei den Verhandlungen ging es auch nicht wirklich um Menschenrechtsverletzungen und Staatsterror, was aus dem Iran exportiert wird. Also wir sind der Meinung, dass jeder Zugeständnis gegenüber dem iranischen Regime ein Fehler ist. Und wir sind der Meinung, dass das iranische Regime nicht das iranische Volk vertritt. Es gibt eine Alternative, es gibt eine demokratische Alternative, angeführt vom Nationalen Widerstandsrat. Und die Weltgemeinschaft sollte auch mit der Opposition Gespräche führen und diese Opposition auch anerkennen. Die weiteren Vorgänge sind ja gescheitert. Unter Donald Trump hat es ja dann auch wieder neue Sanktionen gegeben. Es ging nicht weiter. Jetzt kommt man wieder in Verhandlungen. Was sind konkret Ihre Ängste? Was könnte passieren, wenn jetzt wieder ein Abkommen zustande kommt? Naja, es kommt darauf an, was da in dem Abkommen drinnen steht. In dem bisherigen Abkommen hat ein bisschen gefehlt, also Fokus auf Menschenrechtsverletzungen und Staatsterror. Sie haben das vielleicht gehört, also vor 4 Jahren wurde ein iranischer Diplomat, der in Wien halt akkreditiert war, festgenommen, weil er eine Terrorattacke auf eine Versammlung der Opposition geplant hat, wo viele von uns dort teilgenommen haben. Das war in Paris. Es könnte sein, dass eben durch Verhandlungen mit dem Regime dieser Terrorist wieder freikommt, in den Iran zurückgeschickt wird. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass der Westen nur um kurzfristige ökonomischen Ziele zu verfolgen, da das große Bild verliert, die großen langfristigen Ziele, die auch sowohl dem Westen als auch dem iranischen Volk irgendwie nutzen, dass sie außer Acht gelassen werden. Also ich glaube, es ist im Interesse der Iraner als auch des Westens, dass es eine demokratische Regierung im Iran gibt. Und das Regime, was jetzt herrscht, das ist alles andere als das. Das ist eine Diktatur, ein religiöser Faschismus, und das darf nicht anerkannt werden.